Ja, ich starte das Video jetzt, nur dass du dich nicht wunderst, dass ich jetzt hier mit meinen Freunden rede. Guten Morgen, meine Lieben. Wir sind schon auf der Arbeit. Es ist schon etwas später. Es ist 10:45. Ich habe schon das Video hier geschnitten. Egal, brauche ich euch den Laptop ja nicht zeigen. Von gestern. Das ist ein super XXXL-Vlog. 38 Minuten. Ja, der lädt jetzt gleich hoch. Bernd macht gerade Frühstück. Ich war schon beim Aldi, aber ich habe voll so Heißhunger auf gesunde Sachen. Ich habe mir Wassermelone geholt, Pfirsiche, Rucola-Salat, alles Mögliche. Und das wollte ich mir gleich schneiden. Also Bernd macht schon Frühstück. Ich schnibbel mir noch mein Gemüse schön mit Hummus zum Dippen. Und dann melde ich mich wieder, weil ich habe jetzt erstmal mega Hunger. Ich warte hier, Bernd macht das Frühstück. Das ist so dunkel. Wir haben nicht so viel Platz in der Küche und ich habe so viel Hunger. Ich habe schon ein paar Oliven genascht. Mit diesem Hummus. Ja, der ist so pikant. Vom Aldi. Das ist richtig lecker. Da werde ich gleich mein ganzes Gemüse drin dippen. Da freue ich mich drauf. So Hunger. Das war mir übel den halben Tag und jetzt bin ich am Verhungern direkt. Falls ihr euch wundert, was das Geräusch ist. Ich drehe die Kamera um. Der Etikettier zerfetzt einen Karton. War der Spaß dran? Er weiß schon, wenn wir einen Karton haben, was er denn bekommt. Ja. Ich rede mit der Kamera. Oh, sorry, müde. Da laufen Menschen über die Straße mit Aldi. Vollen Einkaufswagen von Aldi. Aber auf der Straße, nicht auf dem Bürgersteig. Hier ist was los. Viel zu schnibbeln, dann dauert es länger. Schaut euch das an, lecker. Tomate und eine ganze Kohlrabi hat der Bernd mir geschnibbelt. Ich esse immer am liebsten die grünen Sachen, das ist schön zart und das, was so weiß ist und ein bisschen holzig, kriegt das Murphy. Dann haben wir noch Paprika und Radieschen. Und der Hund geht jetzt auf meinen Stuhl und schläft weiter. Ja, der darf nur nicht an den Laptop, der steht dann nämlich auf meinem Tisch. Da lädt das Video schon mal hoch. Und jetzt warten wir noch auf Brötchen und Brot. Und da kommt das Essen gleich raus. Ja. Seid ihr auch so aufgeregt wie ich? Ich fühle mich wie der Smurfy, wenn er warten muss aufs Essen. Ja. Ich sage, ich fühle mich wie der Smurfy, wenn der warten muss aufs Essen. Danke, Milord, für so leckeres Frühstück und Wassermelone, ja. Und Pfirsiche gibt es für später. Ja, man wollte sie jetzt auch. Nein, die esse ich nachher. Ich habe, glaube ich, heute Nacht schon von Mal Wassermelone geträumt. Ja, guck, jetzt hast du sie. Ich bin mit offen. Hat 6 € gekostet, aber war mir egal. So eine kleine Wassermelone war das nur. Na, jetzt geht's mir sehr viel besser. Schön satt. Das war so lecker. Also diese gesunden Sachen, so Gemüse und Obst, könnte ich mich reinlegen im Moment. Aber auch nur manchmal, wenn ich halt nicht gerade Übelkeit verspüre, dann nicht so. Ich gucke immer hier in meine App, so eine Schwangerschafts-App. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Sowas gab es ja früher gar nicht, als ich das erste Mal schwanger war. Schaut mal. Da sieht man dann das Baby. Hört ihr das? Man sieht das so schlecht wegen der Sonne. Also man sieht, dass das Herz schlägt, wie es aussieht. Man kann es drehen. Man sieht, welche Woche man ist, wie groß und wie schwer. Und dann bin ich immer ganz fasziniert davon. Und man kann auch hier die Wochen weitergehen. Ja, Woche 8, das sieht so aus. Also voll Wahnsinn, was die so machen können. Und wenn ich halt hier drauf gehe auf die App, dann steht da direkt, welchen Tag ich bin, welche Woche ich bin und
wie viele Tage noch? Also noch 33 Wochen und 5 Tage und das ist richtig toll gemacht. Ich habe mehrere Apps, aber das ist die, die ich am liebsten mache. Das ist die Schwangerschaft Plus App und die ist echt super. Sowas gab es früher nicht. Tolle Erfindung. Ja, also ich bin hier halt auf der Arbeit. Hier ist das Internet mega schlecht. Und da das Video von gestern 38 Minuten hat, sorry, lädt das, glaube ich, heute den ganzen Tag hoch. Muss ich immer die Maus bewegen, dass nach 10 Minuten nicht der Bildschirm schon angeht. Den kann ich auch nicht ausstellen. Ist etwas nervig, aber egal. Und ich habe gestern das Buch rausgekramt von Calvino, wo ich schwanger war. Da habe ich immer aufgeschrieben, ab der 8. Woche, wie groß der Bauch ist, der Umfang, wie groß der Brustumfang ist und wie viel ich zugenommen habe und sowas alles. Und das habe ich gestern rausgesucht und habe auch angefangen zu messen. Und ja, das ist total identisch mit den Werten von letztem Mal, von der letzten Schwangerschaft. Und ich habe echt den mega Bauch schon. Am Anfang hat der Bernd immer gesagt, Happy, jetzt brauchst du den nicht mehr einziehen. Also ich habe ja echt auch ohne Schwanger immer einen Bauch. Aber jetzt ist der echt schon ganz schön plauzig, würde ich sagen. Und das ist jetzt echt, also so ist der nicht, wenn ich nicht schwanger bin. Der ist schon echt enorm jetzt. Auch von vorne sieht man das schon. Okay, die Punkte fördern das auch irgendwie. Aber für 7. Woche fand ich das echt schon ganz schön heftig. Ich habe ja auch schon die Schwangerschaftshose wieder an. Und ich hatte mir gestern, weil die, die ich jetzt anhab, die habe ich ja bei Family gekauft. Und die hat 30 Euro gekostet. Und das fand ich ein bisschen teuer, weil ich die ja halt... Wie oft trägt man die, ne? Also wie lange? Trägt man nicht so lange. Und deswegen habe ich bei Lidl geguckt im Online-Shop und habe mir da ein paar Sachen rausgesucht. Also eine lange Jeans, eine Shorts, einen Schlafanzug, falls ich mal ins Krankenhaus muss, was ich nicht hoffe und nicht glaube, aber weiß man ja nie. Deswegen hätte ich gerne einen Schlafanzug. Oder wenn wir ins Hotel gehen irgendwo oder so. Ich weiß es nicht. Einfach einen Schlafanzug wollte ich gerne haben und der hat nur 11 Euro oder so gekostet. Und auch die Umstandshosen vom Lidl haben 12,99 Euro, die Jeans oder 14,99 Euro und eine Jogginghose für 9 Euro und Oberteile für Zweierpack 10 Euro, also richtig günstig. Und dann habe ich mich da angemeldet, weil man muss sich ja anmelden, um da einzukaufen. Und dann war ich mir wieder unschlüssig, soll ich das jetzt bestellen, soll ich das nicht bestellen, dann haben wir wieder irgendwas anderes gemacht. Und dann, ach okay, komm, dann bestelle ich jetzt eben. Und dann habe ich so da drauf gedrückt, jetzt kostenpflichtig bestellen. Und dann war das weg, das Bild. Und dann stand da, also der Einkaufswagen, und dann stand da, ja, musste ich neu einloggen, weil Session abgelaufen. Ja, das habe ich dann halt gemacht. Und dann war der Einkaufswagen leer. Und dann wollte ich auf mein Profil gehen, weil ich ja auf jetzt kostenpflichtig bestellen gedrückt habe. Wollte ich auf mein Profil gehen und die Bestellung anschauen. Und dann stand da ja hier, sie haben noch keine Bestellung getätigt, aber es kann sein, dass ihre letzte Bestellung hier noch nicht aufgeführt ist. Und dann wusste ich nicht, wenn ich jetzt nochmal bestelle, dann habe ich nachher doppelt bestellt. Oder wenn ich jetzt nicht bestelle, dann habe ich gar nicht bestellt, keine Ahnung. Und da habe ich jetzt bis heute gewartet und es ist immer noch nicht da. Ich gucke jetzt nochmal, ob die Bestellung schon auf meinem Profil ist. Passwort. Und dann werde ich jetzt nämlich, wenn das jetzt immer noch nicht im Profil ist, nochmal bestellen. Ja, sie haben bisher noch keine Bestellung getätigt. Dann muss ich das jetzt nochmal alles raussuchen. Ja. Okay, die haben leider keine App. Das ist ein bisschen schade. Schwangerschaftsmode habe ich eingegeben. Ja, und dann kommen hier ganz viele Sachen. Richtig günstig. Fand ich richtig toll, dass die das... Also ist auch dann nur online verfügbar. Vieles auch ausverkauft. Jetzt sind hier zum Beispiel, das war gestern nicht, Leggings
für 3,99 Euro. So günstig kriege ich ja noch nicht mal eine Nicht-Umstands-Leggings. Ich gucke jetzt mal, weil wahrscheinlich sind die dann schon ausverkauft. Ne, die sind sogar noch da. Okay, Leute, ich bestelle mal eben. So, ich habe jetzt bestellt. Und ich habe dann wieder einiges rausgeschmissen. Das mache ich immer. Das ist voll schlimm. Ich habe mir jetzt doch nicht den Schlafanzug bestellt. Weil, weiß ich auch nicht. Ich habe gedacht, ich habe ja auch eine Leggings bestellt und so. Dann reicht das ja auch. Also wenn ich doch wirklich mal, was ich nicht hoffe und ich glaube, ins Krankenhaus muss, dann kann ich ja auch eine Leggings einfach anziehen mit dem Oberteil. Und jetzt habe ich auch schon direkt die E-Mail bekommen. Schaut mal, hier waren so Leggings für 3,99 Euro im Angebot. Habe ich die genommen. Ja, Tops und dann eine Shorts, weil ja jetzt warm wird. Und zu Hause habe ich auch noch so eine weite Hose. Die kann ich jetzt auch im Sommer anziehen, wenn es so warm wird. Die habe ich nie angezogen, weil ich da immer so dick drin aussah. Aber jetzt ist ja eh scheißegal. Aber ich habe mich gerade echt erschrocken, als ich mich hingestellt habe und euch das gezeigt habe. Wie der schon ist, die Plauze. Wahnsinn, ey. Ich freue mich voll. Ich mag es voll gerne, einen Schwangerschaftsbauch zu haben. Das war richtig toll. Ich habe gestern, habe ich ja gesehen, von Calvino die Schwangerschaft, da war 123 cm der Bauch am Ende. Dann habe ich mir das Zentimetermaß so umgehalten und das ging echt so bis hier dann. Ich war so dick, das kann man sich gar nicht mal vorstellen. Ich zeige euch das mal. Ich habe Bilder zu Hause. Ich habe jede Woche ein Foto gemacht davon. Also dick im Sinne von dicken Bauch halt, ne? Unglaublich. Ja gut. Ich mache jetzt mal das Video weiter. Ich muss das alles beschriften und so. Der Arbeit und räume gerade hier alles aus. Es gibt heute bei uns einfache Küche, Pfannengemüse vom Aldi einfach. Das ist so Paprika, Pilze, Zucchini und Oliven und so. Das machen wir mit Reis. Der will raus. Ja, ich gehe sofort mit ihm. Ja, boah, ich könnte Früchte essen ohne Ende, sage ich euch. Ich habe gerade noch eben 4 Pfirsiche gegessen. Ich habe noch einen Rest Banane. Für Wassermelone. Und ja, das könnte ich halt die ganze Zeit essen. Da habe ich richtig Bock drauf. Wenn man von oben meinen Bauch guckt, ist auch schon eine kleine Melone drin. Die Wohnung ist totales Chaos, weil wir gestern halt im Garten gearbeitet haben und gechillt haben. Egal. So, ich werde mich jetzt auch von diesem Vlog verabschieden. Auch wenn er für meine Verhältnisse sehr kurz war. Okay, meine Lieben. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich glaube, Calvino geht gleich nochmal in den Pool, obwohl es schon 19 Uhr ist und kalt ist. Aber das ist egal, ich gehe jetzt mit dem Hund noch. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!